Dann, ihr Lieben, starten wir. Ihr Lieben, das heutige Thema heißt Dharma und wird meistens übersetzt mit der richtigen Lebensweise, göttliches Gesetz oder einfach nur mit Pflicht. Ja, so wird das ganze Wort Dharma übersetzt. Und das Konzept hinter Dharma ist eigentlich sehr, sehr, sehr spannend und wirft sehr viel sinnvolle Fragen auf, die echt einmal finde ich gut sind, sich einfach mal auseinanderzusetzen. Das sind nämlich die Fragen, die sich seit Anbeginn der Menschheit alle Fragen, seit Anbeginn der Menschheit die ganzen Menschen immer fragen. Ja. Um was geht es da jetzt konkret? Da geht es so, was ist die richtige Art zu leben zum Beispiel? Auch so eine Frage. Ja. Oder zum Beispiel eine Frage ist auch, wie lebe ich ein bedeutungsvolles Leben? Oder habe ich so also die Pflicht, mein Leben in einer bestimmten Art und Weise zu führen? Und natürlich die wichtigste Frage, was Dharma eigentlich aufwirft, ist, hat mein Leben überhaupt einen Sinn? Und jeder folgt anderen spirituellen Lehren. Es gibt den Glauben in allen verschiedenen Richtungen. Es gibt philosophische Geschichten. Es gibt eben ein Yoga mit einem sehr guten, sage ich jetzt einmal, mit den Yoga-Sutras, einfach super für Weisheit und super für Ratschläge. Nur ganz ehrlich, kann uns keiner wirklich sagen, was unser eigener individueller Lebenszweck ist. Ich für mich glaube, dass es einfach wichtig ist, im eigenen Leben sich selbst diese Antworten zu finden und zu verstehen, dass wir selber Schöpfer sind. Der kann genau wählen, was er tut und was er nicht tut. Und finde ich ganz wichtig, ist einfach seinen eigenen Leben einen Sinn zu geben. Ich für mich habe mir einfach als Lebenssinn gesetzt, anderen Menschen einfach zu helfen, zu dienen, zu unterstützen mit den Fähigkeiten, die ich gekriegt habe. Und die baue ich einfach aus, soweit es geht. Und das ist mein Dharma. Und bei diesem eigenen Dharma geht es auch wirklich darum, das zu leben und nicht auf andere schauen, was dann die und zu kopieren. Das ist nicht sinnvoll. Und es ist, glaube ich, extrem schmerzhaft, irgendwann einmal am Sterbebett oder irgendwann einmal schon viel früher vielleicht einfach festzustellen, hey, eigentlich habe ich nie mein eigenes Leben gelebt oder meine eigene Wahrheit gelebt, weil ich immer nur für die anderen da. Und ich glaube, wenn du das einmal realisierst, so, dann tut dir das so dermaßen weh, weil du eigentlich checkst, was war jetzt der Sinn des Lebens? Und was viele aber missverstehen, ist dieses Trial and Error, diese Methode, dass du einfach was probierst und einfach versagst, ist so was Wichtiges für uns Menschen und das ist einfach wichtig, weil Niederlagen, Misserfolge sind einfach so ein wichtiger Prozess, dass man selbst ins Reflektieren kommt, dass man einfach vielleicht sogar spüren, okay, das ist nicht mein Weg dahin, aber ich probiere es einfach anders. Und das sollte eigentlich nur dir helfen, dass du mehr dein Dharma findest. Mit der heutigen Stunde wollen wir eben schauen, dass wir sich ein bisschen mehr auf uns beruhen, zu uns besinnen. Und da helfen uns, wie wir vielleicht auch wissen, vorbeugen sehr gut, damit wir demütig gegen uns werden und damit wir innerlich spüren, okay, was bin ich und wie möchte ich leben? Ihr Lieben, fangen wir an, oder? Stellt euch bitte auf die Matte hin, im vorderen Drittel hin, in einer Vorbeuge. Ich möchte heute einfach mal in einer Vorbeuge anfangen, okay? Setzt euch genau, einfach eine Vorbeuge und lass uns die Lumpenpuppe machen. Also nimm mit einer rechten Hand, den linken Ellbogen und umgekehrt. Und dann hängt die da mal richtig oben. Und ganz wichtig, weil oft ist man so nicht bewusst, lass den Kopf hängen. Okay? So. Das schaut soweit super aus, was ihr macht. Und machen wir die Augen zu, bitte. Ganz gemütlich. Und dann beginnst du einfach ein bisschen tiefer einzuatmen. Und ein bisschen länger auszuatmen. Und unterstützt dich dabei, dass du richtig, richtig gut und tief runtersinken kannst. Wenn dein Atem langsamer wird, wird auch dein Herzschlag langsamer. Und du merkst jetzt am Anfang in dieser Vorbeuge so richtig gut runterfahren. Deswegen atme ein bisschen tiefer ein, als du bräuchtest. Und atme auch länger aus, als du eigentlich müsstest. Es gibt ein Feuershens Mantra im Yoga, das heißt Soham, was so viel heißt wie ich bin der, der ich bin. Und wer das sehr stimmig und harmonisch findet, der geht jetzt bitte einfach her und sagt mit seiner Einatmung zu sich so und mit der Ausatmung Ham.
und bringen so einfach sein Bewusstsein in Einklang. Und du erstellst eigentlich mit diesem Ich bin so, wie ich bin, ein zufriedenes und ausgeglichenes, harmonisches Körpersystem. Also einatmen so, ausatmen ham. Okay? Und dann ist das schon eine der wichtigsten Asanas, die uns auf das beruhen und dich wieder in die Mitte bringen, diese Vorbeuge. Genauso ist sie so wichtig, dass sie den Rücken entlastet, noch einen Tag voller Anstrengung. Sie lässt dich einfach ein bisschen runterfahren und du merkst wirklich schauen, dass der Atem fließt, dass dein Mantra fließt und dass du jetzt in deinen Yogi-Mode kommst für dein Dharma. In dieser Position schenke dir dreimal noch mit der Einatmung das So, mit der Ausatmung das Ham, um ein bisschen ausgeglichener noch im Inneren zu werden und den Fokus ein bisschen mehr ins Hier und Jetzt zu bringen. Wunderbar. Aus dieser Vorbeuge verlagere das Gewicht langsam nach vorne in den Vorfuß. Die Ferse bleibt am Boden und verlagere das Gewicht auf die Ferse zurück. Leicht und weich nach vorne, leicht und weich nach hinten. Vor und zurück. Gleichzeitig einen unteren Rücken ein bisschen mehr freigeben, vielleicht ein bisschen tiefer nach unten sinken, Kopf noch ein bisschen hängen lassen. Wunderbar. Gut, dann kommst du bitte in deine Mitte. Schau einfach einmal, wo ist mein Mitten da? Und dann gehst du in die Körpergewicht nach rechts und nach links, hin und her. Und schaust du da, wo ist meine Nullachse? Wo stehe ich eigentlich auf beiden Füßen gleichmäßig? Jetzt gehen wir von links nach rechts. Bleib aber immer mit den Füßen auf dem Boden. Jawohl, ihr macht das super. Bleibt nur drinnen. Wir vorbeugen werden auch ziemlich intensiv, wenn man da länger drinnen bleibt. Aber genau das ist jetzt der Sinn, dass sich der Körper mal so richtig auf das spezialisiert, beziehungsweise vorbereitet auf das, was wir eigentlich in der Stunde heute vorhaben. Okay. Komm langsam von da auch zur Mitte zurück, bitte. Gut. Dann lass die Hände langsam los. Und leg deine Handrücken einfach vor dir, vor dem Fuß auf. Einfach die Handrücken vor den Füßen aufstellen. Da musst du mehr oder weniger die Knie beugen, dass du da aufsteigen kannst. Einfach mal richtig gut aufsteigen. Und schau, dass du relativ weit nach vorne gehst. Das heißt, deine Zehen sind wirklich am Handgelenk. Was ich jetzt mache, ist, ich drücke meine Vorfüße gegen die Handgelenke, drehe die Ellbogenspitzen nach hinten und versuche mir so einen geraden Rücken zu ziehen. Geht natürlich nicht gescheit, aber ich schaue, dass ich einfach mein Handgelenk ein bisschen mehr da befreie von den Spannungen. Jetzt verlagere das Körpergewicht ein bisschen nach vorne vielleicht und wieder zurück. Körpergewicht weich nach vorne verlagern. Ein bisschen schweben da auf die Handgelenke. Mal den ersten Handstand da heute am Tag. Dann wieder zurück. Sehr gut. Jetzt geht's weiter. Bauen wir die Hände bitte um. Finger, Daumengänger nach außen. Zack, zack. Kabel wieder nach oben mit deinen Fingern. Steig da drauf und zieh wieder an so in den geraden Rücken. Ich möchte einfach, dass du ein bisschen spürst, dass die Faszienlinien der Arme, also die Faszienlinien auf den Armen Innenseiten, in dem Fall, einfach ein bisschen mobilisiert werden. Okay? Und ich gehe von links nach rechts und belast wieder super drauf. Das da mal, was passiert. Denn ihr wisst ja schon, dass diese Armlinien innen bis zur Brustmuskulatur nach oben vielleicht ziehen. Okay? So, wunderbar. Langsam Körpergewicht verlagern und runterkommen von diesen Händen. Ganz gerne mal ausschütteln, das ist sehr intensiv für die Handgelenke. Du da mal gut, da richtig gut Raum schaffen.
So, von jetzt aus bewegen wir sie ein bisschen. Knie beugen, komm hoch in den Blitz und atme ein. Atme aus, schwing die Hände über vorne tief. Armkreis über die Seite hoch, hat den Sinn, dass wir einfach andere Positionen ausschöpfen mit den Schultern und wieder vorbeugen aus. Dass wir einfach nicht nur in dieser einen Ebene arbeiten. Wieder einatmen, Blitz, ausatmen, vorbeugen. Einatmen, Blitz, ausatmen, vorbeugen. Sehr gut. Nur mit Blitz einatmen. Gesäß tiefer, ausatmen. Jetzt verschränke die Finger ineinander und schieb diese Finger nach vorne. Bleib in diesem Blitz ganz fest, drück die Fersen in den Boden und steh einatmend auf. So, von da aus bitte mir richtig gut den ganzen Körper durchstrecken. Richtig gut den Körper durchstrecken. Und jetzt dreh den Oberkörper nach rechts, schau, dass das Becken gerade bleibt. Und komm wieder zurück zur Mitte. Einatmen, Länge nach oben. Ausatmen, Twist nach links. Einatmen, Mitte. Ausatmen, rechts. Einatmen, Mitte. Ausatmen, links. Nur noch Mitte einatmen. Tiefe Vorbeuge aus. Blitz einatmen. Tiefer setzen, ausatmen. Einatmen, Finger zusammenstecken, aufstehen. Von da aus über die Seite, wie wenn du sowas wegziehst, die Wolken teilst, so geht dazu, du ziehst einfach die Wolken auseinander und bringst zwei Fäuste, Fersen sind hoch, zwei Fäuste da über diesen Beckenknochen. Okay? Die legen wir dann mal einfach einer. So, jetzt finde Daumen und Länge nach oben, atme ein und entlaste meinen Bauch, atme aus und schieb mal die Fäuste nach innen und gehen die Vorbeuge nach unten. Aber die Fersen schweben. Schau, dass deine Großzehen gut in den Boden drückst und du dir deine Fäuste nach innen und zueinander drückst. Okay, schmuggel die richtig gut seitlich ein und versuche die Bauchfaszie so ein bisschen zu lockern. Natürlich auch die ganzen Organe dahinter. Okay. Richtig gut einmal umrühren, den Kopf hängen lassen, sodass unsere Vorbeugen vielleicht ein bisschen tiefer kommen. Und um heute wirklich unsere Bestimmung zu finden, unser Dharma, brauchen wir einen flexiblen Hüftbeuger. Und da gehen wir da schon mal so ein bisschen die erste Spannung auflösen. Sehr gut. Ah, gut, langsam die Hände rausziehen und in die Vorbeuge nach unten. So, von da aus rechtes Bein zurückheben, einatmen. Und ausatmen und also fließend atmen und einfach das linke Knie so ein bisschen beugen. Seht ihr, der hintere Fuß, der macht eigentlich nur so eine federnde Bewegung mit. Und die macht da mal so ein bisschen äußer auf von den Beinen her, dass einmal mehr Blut in die Beine gepumpt wird und dass da mal richtig gut die Beine zu arbeiten anfangen. Also richtig gut pulsieren. Das hintere Bein, das macht einfach die Bewegung einfach mit. Gut, von da aus bitte langsam ein bisschen weiter das Bein heben und dann langsam einen Schritt nach hinten in den Sprinter. Okay, von da aus schieben wir das Becken nach vorne, machen die Wirbelsäule ganz lang und atmen ein und bringen das rechte Knie langsam zum Boden. Und jetzt da, schaut mal kurz, wenn man das Körpergewicht nach vorne bringt, kommt man relativ weit nach vorne und dann erbt man da. Den rechten Fußrücken nach unten. Einatmen, komm hoch in deinen Mini-Krieger. So, jetzt habe ich da nicht so einen hohen Winkel und das ist ja ganz, ganz gut so. Jetzt gehst du da bitte zurück und richtest deine Position ein mit 90 Grad hinten, 90 Grad vorne im Knie und 90 Grad in der Hüfte. Okay? Wenn wir das haben, heben wir nochmal einatmen, die Arme hoch und zentrieren unser Becken. Dann schaust du wieder, ob nur alle 90 Grad Winkel da sind. Schaut gut aus bei denjenigen, wo ich was sehe. Und jetzt langsam die Hände auf das vordere linke Knie. Mir geht es jetzt nur darum, dass wir den rechten Hüftbeuger aufmachen. Das heißt, wir möchten nur schauen, dass das da alles lang wird. So. Wir haben die Hände da vorne, wir ziehen einmal Schambein hoch und jetzt schiebt
das Knie vorne, das linke Knie so ein bisschen weg und versuche dein rechtes Becken sanft nach vorne zu drücken, weil dein rechtes Gesäß anspannt. Okay? Wenn du die Dehnung da spürst, bist du richtig. Okay? Wenn du nichts spürst, dann drück fester da rein, mach die runter von der Brustwirbelsäule her und schieb das linke Becken ein bisschen zurück. Bin davon überzeugt, dass jeder da einen guten Stretch auf der Oberschenkelvorderseite spürt. Und jetzt geht es nur darum, zu warten, bis der Hüftbeuger so weit ist, dass es nichts bringt, doch ständig dagegen zu spannen. Gut. Hintern fest, Schambein hoch, Rücken rund. Und das ist es, dass man da wirklich in die Tiefe kommt, bedarf es einfach diese ständige, permanente Anspannung. Aber ihr wisst, vom Yoga her sind diese Sachen, die was du am längsten hältst, sind einfach so gut und die können wirklich was langfristig ausrichten. Ja? Und wir wollen einfach schauen, dass unser Hüftbeuger da richtig los ist. Wir so lassen es viel leichter, ohne Ängste und Zweifel einfach so ein bisschen zu leben. So, ich schiebe nun, ich schaue, dass ich da wirklich lang bleibe, schiebe mein linkes Becken ständig zurück, weil ich immer wieder viel begehen möchte. Schaue eher, dass ich das rechte Becken nach vorne schiebe und bleibe da. Wir gehen dann noch ein und tiefer ein. Ich möchte dann einfach jetzt da mal ein bisschen so vorbereiten, mehr oder weniger. Okay? So, von da aus einatmen, kraftvoll die Arme hoch. Ausatmen, die Hände nach vorne, hinteres Bein strecken, auf den Fußrücken. So, jetzt von da aus mal gut den Fußrücken nach unten drücken und dann ziehe das rechte Knie einfach in die linke Kniekehle rein. So, gut. Und jetzt von da aus einfach haben wir den rechten Arm nach oben. Kopf geht nach unten, linken Arm nach oben. Gut. Jetzt da, zieh dich in die Vorbeuge nach unten und zieh die Hände Richtung Decke nach oben. Bleibe da. Und jetzt einfach einmal schauen, dass das linke Bein ein bisschen in die Stabi kommt. Einfach einmal die Vorbeuge da genießen. Den Kopf kannst du bitte wirklich nach unten schauen lassen. Wunderbar. Langsam. In den Blitz aufstehen, das Bein bleibt da, wo es ist. Zwei Atemzüge noch. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Das waren hoffentlich zwei Atemzüge. Langsam in die Vorbeuge nach unten abstellen. Gut, ihr Lieben, Blitz einatmen. Tiefer setzen, ausatmen. Nach oben aufstehen, einatmen. Du kannst die Hände gern schwingen. Ausatmen. Jetzt nicht mehr die Hände in die Fäuste, sondern nur zur Decke ziehen. Ich habe dazu Skispringer vorbeugen. Wieder Blitz, einatmen. Fersen am Boden. Ausatmen, Vorbeuge. Bring auch mal die Hände am Boden, bitte. Also aufsetzen und mach so einen leichten Sprung zurück in die Liegestütze. Gut, da bewegen wir sie immer so ein bisschen links nach rechts. Schauen wir mal, dass wir die Hände gut am Boden spüren, gut verschrauben können. Super. Und dann kommt zur Mitte, Gewicht nach vorne und ein wunderschönes erstes Low Push-Up. Fersen noch außen. Einatmen, Cobra. Ausatmen, herabsteigender Hund. Einatmen, Schritt vor in den geraden Rücken. Ausatmen, tiefe Vorbeuge. Zweite Seite, los geht's. Linkes Bein nach hinten, die Hände vorne in Cupcakes. Und dann beginnen wir wieder, zack, rechtes Knie zu pulsieren, die Energie in die Beine zu bringen, den Atem trotzdem weiterhin fließen. Du kannst gerne den Oberkörper tiefer lassen, Richtung Standing Split oder gerade so wie jetzt. Wie es für euch passt, einfach einmal gut Energie in den rechten Oberschenkel blasen. Supi, lach. Langsam. Bleib oben. Und dann großer Schritt zurück. Linkes Knie ein bisschen nach vorne verlagern, dann das Knie nach unten. Dann bist du eigentlich gleich direkt in dieser 90-90-Position. Sonst aber auch gern umplatzieren. Fußrücken hinten bitte umlegen. So. Machen wir den linken Hüftbeuger sofort auf. Los geht's. Ihr wisst schon, was geht. Schambein hochziehen, linkes Gesäß aktivieren, rund werden.
Und vielleicht ist das für die so ein kompletter subtiler Stretch. Und das ist absolut okay. Man muss nicht immer maximalen Stretch spüren. Man richtet dann der Tiefe sicher mehr an, wenn man einfach bewusst atmet und einfach schaut, wie kann man sich positionieren. Okay, und das hat alle schon so gut drauf. Ihr spürt es schon, was es braucht. Ich schiebe permanent mein linkes Becken nach vorne, sieht man nichts. Aber ich versuche Schambeinkraft voll hochzuziehen, Becken zu zentrieren und bleibt da richtig rund. Und wenn ich mehr Schub mache, bin ich nun mehr drinnen. Okay? Bleibt da. Den Atem wirklich gut dahin fließen lassen, um so vielleicht noch auf diese Fragen, die ich vorher gestellt habe, ein bisschen klarere Antwort zu finden. So, zwei Atemzüge, nur ihr lieben Yogis. Wunderbar. Komm wieder hoch, atme ein. Okay, ausatmen, sprengt da. Okay, mal linkes Bein einatmend heben. Und ausatmend in die Kniekehle stellen. Der Fuß ist hoch, Fuß ist flexor. Von da aus beginne jetzt den linken Arm als erstes hochzuziehen. Und den zweiten dazu. Gerne die Knie ein bisschen mehr beugen. Das soll in Richtung Vorbeuge gehen. Die Hände nach oben. Jawohl. Lass wirklich die Hände nach oben gehen. Zur Decke. Oberkörper sinkt dabei ein bisschen tiefer. Spann die Schulterblätter ein bisschen kraftvoller zusammen. Auf dem Weichboden, da ist es super. Aber keine Ausreden für zwei Atemzüge da noch bleiben. Wunderbar. Langsam den linken Fuß bitte vorne aufstellen und in die Vorbeuge kommen. Ah, gut. Gerne das Bein ausschütteln, gerne die Beine strecken, was für euch gut passt. Gut. Weiter geht's. Blitz. Einatmen. Ausatmen tiefer. Berg. Einatmen. Ausatmen. Das Fersen haben wir noch hochkommen. Ausatmen jetzt bitte Skispringer Vorbeuge. Blitz. Einatmen. Und low, Vorbeuge aus. Gerade Rücken ein. Jump back, low push-up aus. Alle da? Sehr gut. Jetzt von da aus stützt die Hände mal vorne so ein bisschen auf. Füße an Winkel, Knie zusammen, Füße zusammen. Legt das Kinn bitte auf die Stirn und beginnt damit die Wirbelsäule so ein bisschen lockerer zu machen. Auch wieder wichtig für unseren Hüftbeuger. Einfach da so wie ein Pendel links nach rechts ausschlagen lassen. Den Kopf kannst du am Boden lassen. Einfach einmal eine gute Dynamik in unsere Wirbelsäule. Tut eigentlich auch sehr gut. Lockert auch nochmal gut auf. Wenn es zu intensiv ist, dann bleiben keine Amplituden. Ist okay. Ist auch wieder fein. Gut, langsam zur Mitte. Füße am Boden. Hände neben die Brust. Kobra einatmen. Herabschauender Hund ausatmen. Komm, bleib einmal im Hund. Genieße ein paar Bewegungen da. Schau mal, wie möchtest du dich heute wieder bewegen? Was möchtest du jetzt nur auflockern? Das ist immer diese eigene Yoga-Praxis. Der Yoga hat sich schon was dabei gedacht, von der Sequenz, die er aufstellt. Nur was du daraus magst und was du in dem Moment spürst oder spüren willst, ist immer die Entscheidung. Genauso wie für Energiemasse, wenn du es den willst. Vielleicht hast du halt nicht so viel Energie, dann hey, alles cool. Dann bleib einfach. Du kannst für den Vierfüßer nach unten gehen. Das ist wichtig. Das ist Dharma, einfach dieses eigene Leben wirklich zu leben. Okay? So, ihr Lieben, komm langsam in den herabschauenden Hund zurück. Steig oder spring vor in den geraden Rücken mit einer Einatmung. Tiefe Vorbeuge ausatmen. So. Und jetzt geht's weiter. Hände am Boden, bitte. Cupcakes. Rechtes Bein einatmen, heben. Ausatmen, abstellen. Ganz weit hinten. Mini-Krieger einatmen.
Wo dein Knie landet, da ist es fein. Und ausatmen, die Hände in den Zwisten und links. So, damals ein bisschen leichter. Den rechten Fußrücken umlegen und langsam die rechte Hand am Boden erden. Und zwar ein bisschen seitlicher neben dem Knie. Also, rechtes Knie geht nach vorne, aber du bist ein bisschen seitlicher, dass du besser abstützen kannst. Für alle mit Handgelenksproblemen, lass die Finger ein bisschen mehr nach außen. So, die zweite Hand haben wir so nach hinten geöffnet. Gut. Linke Ferse langsam heben und mit einem eleganten, großen Roundhouse-Kick das linke Bein zurückstellen. So, jetzt sollte das Knie circa unter dem Becken stehen. Vielleicht ist es ein bisschen zu weit hinten, dann bitte einfach umpositionieren. Jetzt erden wir den linken Fußrücken, drücken die rechte Hand mit einer außenrotierten Oberarm nach unten und heben das rechte untere Knie nach oben. Atmen ein und aus. Und jetzt langsam, damit du einfach in dir stabiler wirst, mehr Beziehung zu der Mitte aufbaust, im Sinne von dir selbst, drücke das linke Handgelenk gegen das rechte Knie. Und wenn du das Gefühl hast, so wie ich gerade, mein linker Fuß rutscht mal weg, dann drück den linken Fuß nach unten. 5, 4, push. 3, 2, 1, öffnen, einatmen, ausatmen, sinnvoll abstellen. Gut. So, andere Nummer, langsam linkes Bein heben. Die ganze schöne Flanke da, die Flanke ist da, die rechte Flanke so verlängern, dann gerade Wirbelsäule brauchen wir da. Und die linke Beinkraft voll nach hinten heben. Hüfte öffnen. Jetzt langsam Körpergewicht nach hinten verlagern, Fuß links aufsetzen und nach hinten in so einem gefühlten Reverse Warrior. So kann man den Fußrücken rechts nach unten und den rechten Arm kraftvoll parallel vor dem unteren Bein. Wechsel nochmal, nach vorne, hopp, und nochmal zurück. Sehr gut, so ein bisschen Dreiecksposition, wenn man das schon vor euch ausschaut. Voll, voll gut. Komm zurück, hopp, und jetzt langsam dieses linke Bein in diese Verlängerung des anderen Beins ziehen. Okay, so du kannst nach unten schauen, machst du damit gut auf, hebst das Bein richtig gut hoch und jetzt zirkst das Bein einfach gestreckt weiter nach vorne. Und weit vorne absetzen und das Knie ein bisschen beugen. So, positionieren wir sie wieder ganz neu da. Vielleicht hätte wirklich die Strukturen so umbauen, wenn der Körper richtig ausgerichtet ist, kannst du besser du selbst sein und du selbst dein Dharma leben. Deshalb schauen wir da heute ein bisschen mehr Ausrichtung. Linkes Becken ein bisschen zurückziehen. Ihr seht, das linke Knie ist leicht gebeugt. Okay? So, jetzt drücke die linke Ferse fest in den Boden. Kipp aber Hohlkreuz dabei. Atmen. Und dann langsam unter Druck dieser Ferse nach unten strecke ich das linke Bein durch. Okay? Und dann langsam wieder Knie beugen. Mach das bitte einfach zwei, dreimal dynamisch. Was du lernen sollst, ist das unteren Muskelaktivität, weil die Ferse nach unten drückt, das Bein gestreckt wird. Okay? Jetzt zieh permanent her, drück die Ferse nach unten und zieh her, an den der Kraft strecke das Bein durch. Und halt dabei Hohlkreuz, habe ich es vergessen. Ihr seht, es sind auch zwei Blöcke vor, man konnte da auf Blöcken sein, aber das ist so eine wertvolle Dehnung, weil ich hoffe, du spürst einfach eine gute Dehnung wirklich in der Beinrückseite. Supi. Bleib noch ein bisschen da, kannst dich gerne nach vorne verlängern, nach innen, nach außen drehen. Über das Innen nach außen drehen wirst du feststellen, welche Stränge das eher verkürzt sind. Innenseite spürst du, ob dieser. Die Innenseiten, also das sind zwei Muskeln auf der Beininnenseite, ob die jedes Thema sind oder der äußere Bein, Bizeps, ob der das Problem ist, ja. So kannst du ein bisschen besser schauen und natürlich auch besser dehnen, weil wenn du weißt, okay, beim Innendran zirkt es viel mehr, dann weißt du vielleicht auch schon, dass die Adduktoren auch die Bewegung einschränken.
Okay, das ist einfach wichtig, dass man da das ein bisschen versteht, dass man die Adduktoren und die Beinrückseiten da gleichzeitig aufdehnt. So, genug quatscht und ausgerichtet. Langsam den linken Fuß ein bisschen zurückrutschen. 90-90 Position. Einatmend, komm hoch. Und ausatmend in den Stretch, in den Twist, Entschuldigung, noch links. Gut. Das gleiche Prinzip da wieder. Richtig und gut ausrichten. Ich mache eine Faust, gehe mit der zweiten Hand oben drauf. Und dann, zack, befreie ich meinen Bauchnabel von diesem Oberschenkel. Schau wirklich, dass der Bauchnabel höher steht wie der Oberschenkel. Und dann trage ich einfach ein paar Mal. Gib da Zeit und trage. Okay, einfach einmal wirklich spüren, ob du wirklich drehst. Kopf bleibt in der Verlängerung der Wirbelsäule. Beckenkippen sollte neutral sein. Nicht übermäßig Hohlkreuz und nicht übermäßig Becken nach hinten gekippt. Also wirklich schauen, dass du da eine drehst. Okay? Gleichzeitig auch schauen, dass das linke Knie stabil bleibt. Okay? Gut. Es bleibt da. Zehenspitzen rechts aufstellen. Unterdruck gegen Druck. Das rechte Knie strecken. Und dann gerade nur mal ein bisschen mehr auf. In diesen getwisteten Sprinter. Hintere Beinrückseite schiebt nach hinten oben. Oberkörper ist nach vorne verlängert und der Bauch liegt nicht auf den Oberschenkel. Cool. Von da aus mit der nächsten Einatmung Krieger 1. Ausatmen, tiefer nach unten sitzen. Becken zentrieren, Ausrichtung nach oben. Genieße mal ganz viel Raum in deinem Körper. Und senke ein bisschen tiefer der Becken ab mit der Ausatmung. Einfach gut schnaufen lassen. Wunderbar. Langsam. Einatmen, Daumen und Länge nach oben. Ausatmen, Krieger 2, die rechte Ferse reindrehen. Von da aus die Finger weiter hinten zusammenstecken und öffnen. Ganz weit öffnen. Schulter weiter zusammen. Und heute geht alles in Richtung Demut, haben wir gesagt, alles in Richtung Vorbeugen. Deswegen, von da aus, vorher mal tief einatmen und dann ausatmen, sinke nach vorne unten. Lass den Kopf hängen, zieh die Hände mehr und mehr zur Decke nach oben. Und dann verlagere das Körpergewicht einmal ein bisschen nach innen, nach außen und sinke tiefer. Wirklich tiefes Ein- und Ausatmen. Und wenn du jetzt so tief bist, dann schau zu deiner Ferse links. Und dann drück diese Ferse fest nach unten in den Boden. Fünf. Vier. Atme bitte. Drei. Zwei. Eins, die linke Ferse fest in den Boden drücken, wieder aufstehen. Und ausatmen, die Hände lösen. Krieger 1, einatmen, die Kraft über vorne hochziehen. Und ausatmen, du kannst das vordere Bein gerne einmal strecken. Und dann einen Schritt nach vorne in die Vorbeuge. Hopp. Da bleiben wir, schüttel deine Beine aus, wenn du irgendwie das Gefühl hast, mach das ganz gut. Ich möchte euch noch eine Vorbeuge kurz Zeit geben, euch zu rechargen, aufzuladen wieder. Cool. Durchschnaufen. Atmen. Aufladen für die zweite Seite und bei dir bleiben. Ich bin der, der ich bin. So. Ihr Lieben, zweite Seite. Let's go. Blitz einatmen. Ja, ist wirklich super. Ausatmen tiefer. Aufgleisen, Berg. Einatmen, Fersen heben. Wadenpumpe wieder. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was geschrieben vor letzter Woche. Ausatmen, Skispringer Vorbeuge. Blitz einatmen. Tiefe Vorbeuge aus. Linkes Bein heben ein.
Sprinte Schritt aus. Minikrieger einatmen. Ausatmen, Twist nach rechts. So, jetzt sind wir auf der Seite. Dann nehmen wir uns Zeit, richten uns gut aus. Linke Hand nach unten, rechte Hand nach oben. So, du kannst dein linkes Knie gerne ein bisschen weiter vier geben. Du kannst schauen, ob du sinnvoll die Hand links abgelegt hast. Linken Fußrücken langsam umlegen. Schaut gut aus. Eleganz. Körpergewicht verlagern. Roundhouse. Noch hinten. Wow. Und abstellen. Linkes Knie geht vielleicht ein bisschen vierter, so über mir. Super. Richte das einmal gut ein. Und gehen wir wieder in die Kraft. Fußrücken gut am Boden erden. Ah, Fußinnenseite gut erden. Und los geht's. Gute, stabile Side-Plank. Linkes Bein heben. Atmen. Gerade die Finger rein. Damit schwieriger wird und du mehr in die Mitte zu dir findest, drück das Knie noch oben in die Hand für fünf. Vier, komm, geh mal alles. Es ist deine Kraft in der Körpermitte. Und genau um die geht es. Zwei. Desto noch eins. Oh, langsam. Abstellen. Wieder öffnen. Und jetzt kommen die Wechsel nach hinten. Gerne hinter den rechten Fuß ein bisschen weiter hintere. Und los geht's. Swish. Linke Flanke rein. Rechte Armzug Richtung Ferse. Und wieder wechseln. Schau, dass du wirklich stabil bleibst. Gut. Nochmal zurück. Kannst du probieren, so unterschiedlich das Bein aufsetzen. Ich finde, das macht richtig Spaß. Okay. Einmal nur und dann gehen wir wieder nach vorne. Okay. Dann machen wir dann nur weit. Und dann gehen wir nach vorne. Hopp. Den rechten Fuß nach vorne ziehen. Da kurz halten. Becken stabilisieren, Fuß hoch, Fußflex. Und nach vorne, nach vorne, nach vorne, nach vorne, nach vorne. Und absetzen. Rechtes Knie wieder leicht beugen, Becken zentrieren. Gut. Das gleiche nur mal. Okay. Lass das rechte Knie leicht gebeugt, drück die rechte Ferse nach unten und stretch ein paar Mal durch. Ich weiß, ist unangenehm, da zu dehnen, aber lass dich einfach einmal drauf feiern. Sei einfach lieb zu dir. Schaut soweit super aus. Sinn unter Muskelaktivität, den Muskel längen. Okay? Ferse nach unten drücken, Knie strecken, rechtes Becken leicht zurückschieben. Dann findest du so die richtige Ausrichtung. Und dann gehen wir, ich mache das super, jetzt einmal ein bisschen tiefer hinein, so gut es halt ausholt. Der Stretch sollte eher in der Mitte des Beinmuskels sein, in der Rückseite, weniger in der Kniekehle. Kniekehle kannst du praktisch nicht wirklich dehnen, weil das sind die Sehnen. Also wenn du deine Vorbeugen immer da spürst, wirst du auf Dauer nichts weiterbringen, weil die Dehnung in der Mitte des Muskels sein sollte. Okay? Das heißt, da sind Beinrückseitendehnungen nicht sinnvoll. Man wird man es auch teilweise gespürt, aber in dem Bewusstsein, dass da kein Stretch passiert, der Stretch wird in der Mitte der Muskulatur passieren. Okay? Das war der Sinn. So. Wollen wir noch innen nach außen drehen? Zack. Mal schauen, was auf der Seite so los ist. Hüftgelenk ein bisschen durchschmieren. Permanent, wirklich permanent so ein leichtes Hohlkreuz und die Ferse nach unten drehen. Kommst du richtig gut rein. So, man kann sich ein bisschen nach vorne lehnen, vorbeugen. Also, dass du wirklich einen guten Stretch so gespürt hast. So, weiter geht's von da aus. Langsam das rechte Bein ein bisschen zurück. Hochkommen in den Minikrieger. Rise up, einatmen. Und direkt im Twist im Minisprinter nach rechts. Faust. Dann die obere Hand ist geöffnet und dadurch kannst du drücken. Und ihr schaut euch, nicht rund zu werden, drückt euch raus. Da geht es um was anderes. Da geht es um Raum schaffen in der Drehung. Und wenn man so eingeladen ist, kriegst du keinen Druck und keinen Raum zusammen. Wirklich schauen, dass der Bauchnabel auch dreht. Der Bauchnabel ist so ein Indikator, ob du wirklich einen Twist hast. Genauso hat der Brustbein. Mein Kopf kann ich drehen, aber dann merke ich nicht, ob mein Oberkörper dreht. Deswegen lasse ich den Kopf lieber in der Richtung von der Brustbein. Und wenn du den Brustbein drehst, geht automatisch der Kopf dann mit.
Atme und gib dir Zeit. Vielleicht spürst du es. Gewiss zwicken sie immer gut, außer auf die Gesäßmuskeln. Vor allem umso mehr ich da schiebe mit dem linken Ellbogen gegen das Knie, umso mehr Stretch erzeuge ich da, wann es dort notwendig ist. Füg spüren da gar nichts, was absolut gut ist. Alles klar. Weiter geht's. Linken Fuß aufstellen. Bleib mit Druck gegen Druck da, dass du nicht umfallst. Und streck das linke Knie durch. Dann haben wir vielleicht ein bisschen mehr Möglichkeit, weil man sich ein bisschen besser aufrichten kann in der Position. Man hat ein bisschen mehr Raum geschaffen im Becken. Linkes Bein strecken, Oberkörper aufdrehen. Wunderbar. Ihr lieben Krieger 1, kommt hoch. Tiefer sitzen, ausatmen. Mit Kraft voll hoch einatmen. Und ausatmen, Krieger 2. Einatmen, öffnen. Ausatmen, hinten zusammen. Wieder öffnen, einatmen. Ausatmen, demütiger Krieger. Nach vorne, unten. So, jetzt haben wir da neben diesem rechten Fuß. Okay. Lass die Gurt nach unten sinken. Hämmer die rechte Ferse fest in den Boden. Ja, da schaust so richtig zu. Bade drückt voll fest ein. Vor allem die äußere Ferse drückt fest nach unten. Den Atem, den lassen wir gut fließen, da ihr Lieben. Das schenken wir nicht mehr her. Zwei Atemzüge noch. Tief ein. So. Ausatmen. Hüfte weicher, sinkt ein bisschen tiefer aus. Ha. Nochmal so. Und pass voll auf, den Einatmen. Und ausatmen. Die Hände in Krieger 2. Krieger 1. Einatmen. Wunderbar. Ausatmen ist heute in die Vorbeuge. Ah, es bewegt sich schon einiges im Körper. Wunderbar. Deswegen sind wir da, deswegen machen wir jetzt. Gerade Rücken ein. Jump back aus. Low push. Cobra ein. Position des Kindes aus. Einfach einmal sammeln, einfach einmal spüren, was da ist. Aber bewegt den Körper fließend von links nach rechts. Einfach einmal spüren, okay, was ist jetzt da in dem Moment, wie spüre ich mich an? Also, dass du merkst, dass einfach was arbeitet in deinem Körper. Vielleicht arbeitet aber gar nichts, vielleicht kommt es erst. Einfach einmal so einen kurzen Bestand test, einen Ist-Bestand aufnehmen. Wunderbar. Es geht wieder weiter. Einatmen, Vierfüßer. Ausatmen, Herabsteigen. Lass es fließen. Einatmen, gerader Rücken. Steig, spring vor. Ausatmen, Vorbeuge. Berg. Einmal Blitz. Einatmen. Blitz, Blitz, Blitz. Tiefer setzen, ausatmen. Berg mit Fersen hoch. Einatmen. Skispringer, Vorbeuge, ausatmen. Einatmen, Blitz, Fersen am Boden. Ausatmen, Vorbeuge. Sehr gut. Rechtes Bein heben, einatmen. Ausatmen, hinten am Boden abstellen. Einatmen, Mini-Krieger. Ausatmen, Twist noch links. Gut, jetzt gehen wir wieder ganz langsam mit der rechten Hand nach unten. Rechten Fußrücken umlegen. Eleganz finden, linkes Bein nach hinten. Rechtes Bein heben. 5, 4, 3, 2, 1. Sinnvoll absetzen. Linkes Bein heben und nach vorne. Absetzen. Gut. Von da aus Mini-Krieger. Einatmen. Twist noch. Links ausatmen. Haben wir euch schon gemacht. Jetzt gehen wir es einfach nur im Fluss durch. Rechtes Bein strecken, einatmen. Drehen, ausatmen. Super. Krieger 1, einatmen. Krieger 2, ausatmen. Öffnen, Handflächen öffnen, einatmen. Und die Hände dann hinten zusammen ausatmen. Jetzt kraftvoll öffnen, einatmen, die Hände nach unten schieben. Ausatmen, vorbeugen. Sehr gut.
Achtung, von da aus wieder einatmen, hochziehen. Und jetzt tiefe, gegrätschte Vorbeuge, den linken Fuß zustellen und nach unten sinken. Aus. Gut, jetzt bleiben wir da, beugt die Knie ein bisschen und hängt die Hände langsam nach unten in die Lumpenpuppe wieder, wo wir vorher waren. Ja, wir haben am Anfang gesagt, es wird sehr viel über das Thema Vorbeugen gehen. Und deswegen alle verschiedenen Varianten. Gut, jetzt gehst du mit dem Oberkörper ein bisschen in die rechte Hüfte, streckst das linke Bein und umgekehrt. Zack. Hin und her. Und der Oberkörper, der baumelt so von Seite zu Seite. Jetzt schaut, dass das Gesäß bei diesem Baumeln ein bisschen tiefer kommt. Bisschen tiefer. Gut. Und jetzt nimm die Hände vorne hier am Boden und beginn so ganz sanft über den Boden mit den Händen zu streifen. Gleichzeitig weich in den Hüften werden. Und jetzt kommst du so fließend wieder hoch. Okay, ganz fließend und weich hoch. Bleib aber tief. Und schmier so richtig, wie wenn du über den Tisch drüber pumpst. Okay, und der Tisch wird aber immer höher. Soundeffekte sind wichtig. Kannst du gerne haben für die machen. Und wenn du da oben bist, wieder nach unten. Schicht für Schicht tiefer in die Gelenkstrukturen arbeiten. Tief Schicht für Schicht in andere Muskelschichten reinarbeiten. So, wieder tiefer noch runter. Und dann in den seitlichen Winkel nach vorne. Bam! Jawohl. Linkes Bein ist vorne. Hoffentlich. Und dann langsam von da aus schließen. Na, Entschuldigung, habe es vergessen. Machen wir das gleich weiter. Linke Hand bitte auf das Sprunggelenk. Oben. Rechte Hand nach vorne. Und dann langsam Oberkörper nach unten biegen. So Seitbeuge eigentlich. So. Ich ziehe den Arm Richtung Boden, aber ich drehe mich nicht in der Vorbeuge. Ich bleibe in der Seitbeuge. Und dann strecke langsam das vordere Bein aus und versuche den Zug nach unten. Nicht kollabieren. Dann bleibst du lieber ein bisschen höher mit gebeugten Beinen. Aber zieh die Flanke lang. Die linke und langsam in die Streckung. Super guter Stretch. Bleib dort, zieh die Füße ein bisschen mehr zusammen und öffne den Oberkörper ein bisschen mehr. Super ist das. Jetzt haben wir es gleich geschafft. Jetzt arbeitet der Körper schon super gut. Langsam nach unten schauen, ihr lieben Yogis. Und langsam Sprinter. Bam. Rechtes Bein heben, die Hände ein bisschen weiter vorne aufsetzen, einatmen. Rechtes Knie, die linke Kniekehle ausatmen. Oberkörper mit Brustbein zum linken Knie. Und dann beide Arme nach hinten hin. Die Position vom Anfang bauen wir jetzt wieder ein. So, zieh den Oberkörper tiefer nach unten und die Sitzbeinhöcker höher nach oben. Rechte Ferse und Gesäß, alles aktivieren, was du jetzt hast. Wunderbar. Von da aus ganz langsam Lumpenpuppe sinnvoll absetzen. Rechten Fuß ganz langsam absetzen und die Hände auf die gegenüberliegenden Ellbogen auflegen. So, kipp der Becken nach Hohlkreuz. Beug die Knie ein bisschen mehr. Dafür kannst du besser dein Becken kippen. Und dann heb deine Arme nach vorne an. Und jetzt stützt du mal so richtig gut mit deinem Bauch auf die Oberschenkel ab. So, und da einfach einmal so vorstellen, du legst diese Ellbogen auf einen Tisch, okay, und holst einen ganz langen, geraden Rücken. Schaut das aus? Ja, geht's mit dem Gesäß ein bisschen tiefer, bitte. Und hebt den Oberkörper einen Tick höher. Ja, das. Der Tisch ist ja ein bisschen höher. So, drück deine Ellbogen jetzt auseinander und die Hände stabilisieren dagegen. Genau. Jetzt geht der Oberkörper ein bisschen hoch und das Becken ein bisschen hoch. Hohlkreuz bleibt. Oberkörper ein bisschen hoch. Becken ein bisschen hoch. Bleibt da.
Die Ellbogen auseinanderziehen. Atmen. Gut. So, nur den Oberkörper ein bisschen hoch. Jetzt bist du in so einer Art Blitzposition. Becken ein bisschen hoch. Nur ein bisschen Oberkörper hoch. Und dann langsam die Beine strecken und aufstehen. So, sind wir da wieder. Wollen wir am Anfang auch schon Fersen langsam heben. Und jetzt von da aus Ellbogen ziehen nach außen und die Hände ein bisschen zurückziehen. Ja. Und dann langsam gesäß nach unten. So. Und da bleiben wir jetzt noch für 3 Atemzüge und die schaffen wir alle. Komm. Das war einer. Das war der zweite. Gerne ein bisschen tiefer für den letzten. Sehr gut. Roll den Bauch über die Oberschenkel nach unten und komm in die Vorbeuge und mach bitte das, was du jetzt brauchst. Außer Bier aufmachen. Und immer auf der Matte bleiben und nicht einfach wegspazieren. Einfach gut gelassen, hin und her schwingen. Zack. Bleib aber in der Vorbeuge, damit die Stunde ja wirklich das in dir auslöst, was ich vielleicht vorgesehen hätte. Okay, dieses Gefühl, ein bisschen mehr zu wissen, was diese eigene Bestimmung und die eigene Wahrheit ist. So, macht nur kurz die Bewegung und die Erfahrung, bis wir dann langsam die zweite Seite machen und abschließe. Schaut super aus, wie es euch bewegt. Schaut schon sehr weich aus. Super. Achtung, es geht weiter. Blitz, einatmen. Letzter Durchgang, komm, dann haben wir es geschafft. Ausatmen, tiefer. Berg, einatmen, Fersen heben. Skispringer, Vorbeuge, ausatmen. Blitz, einatmen. Ausatmen. Machen wir gleich direkt Low Push-Up. Gehen wir nach hinten. Nochmal dynamisch werden ein bisschen. Cobra. Herab schon der Hund. Spring, steig vor, gerade Rücken. Und tiefe Vorbeuge. Linkes Bein heben, einatmen. Schritt nach hinten aus. Mini-Krieger einatmen. Ausatmen, Twist nach rechts. Geöffnet. So, von da aus langsam. Linke Hand noch runter. Rechtes Bein, linkes Bein, Entschuldigung, platzieren. Und dann geht's wieder los. Linkes Bein heben. Bleibt da. Jetzt schon noch 5, 4. Da bin ich noch ein bisschen höher. 3, 2, 1. Absetzen. Sehr gut. Machen wir das auch nochmal. Rechtes Bein kurz heben. Arme nach hinten. Und nochmal nach vorne. So, von da aus, das rechte Bein langsam nach vorne ziehen und vorne absetzen. Passt. Mini-Krieger einatmen. Twist ausatmen. Hinteres Bein strecken, einatmen. Becken tiefer, ausatmen. Krieger 1, einatmen. No. Krieger 2, ausatmen. Öffnen, einatmen, hinten greifen, ausatmen. Öffnen den Oberkörper, atmen ein, zieh den Schambein hoch und ausatmen, tief gehen. Wieder in diese Hüften rein. Warum immer die Hüften? Weil einfach die Hüften das Tor zur Freiheit sind. Ganz einfach. Langsam die Hände lösen. Und wieder in die Hüften bewegen. Wir fangen gleich an, nur dieses Mal machen wir so ein bisschen Ninjas dazu, okay? Der Ninja ist ja tief, der Rainbow Warrior ist hoch. Und so wechseln wir jetzt einfach, haben wir schon ein bisschen höher gerne. Ein bisschen höher. Und wieder tiefer. Ganz fließend und weich nach unten. Diese Elemente des Fließens finde ich einfach persönlich so wichtig, weil der Körper einfach fließen möchte. Okay. So.
Jetzt gehen wir wieder tiefer nach unten, machen nur Ninjas, rennen rechts und links. Bah, bah, bah. Okay. Einmal den Ninja in die linke Hüfte und dann seitlicher Winkel nach vorne, oben greifen. Gut. Linken Arm nach vorne und Richtung Boden ziehen. Nicht kollabieren, eher so bleiben. Okay, so. Langsam das rechte Bein außen rotiert, strecken und Oberkörper öffnen. Und einen wunderschönen Stretch. Für ganz wichtige Muskeln, die so oft Rückenschmerzen verursachen, die Obliquen plus zusätzlich der Quadratus, der da tief drinnen in der Flanke sitzt. Dann machen wir auf, indem wir da nach unten greifen, nach unten ziehen und Oberkörper öffnen. Und die Füße fest nach unten drücken. Oberkörper tiefer sinken, ist okay. Dann wieder aufdrehen. Also, meine Lieben. Das ist natürlich schon so, wenn man das macht, was wir da machen, jede Woche aufs Neue, dann wirst du innerhalb von einem halben Jahr wirklich einen soliden, starken Körper haben. Das geht gar nicht anders. Und dadurch kannst du halt auch viel mehr dein eigenes Dharma leben. Und deshalb bin ich so für kraftvolle Stunden, weil einfach die wirklich was mit dir machen, mit deinem Wesen. Okay? So. Langsam Sprinter. Und dann nur noch das linke Bein in die rechte Kniekehle ziehen. Knie ein bisschen beugen. Die Hände gleichzeitig nach hinten heben. Zur Decke. Schau, dass du stabil wirst. Schau, dass du die Hände nach oben ziehst, bitte, und den Oberkörper ein bisschen tiefer nach unten. Komm, nur noch das. Nur noch das. Können wir die Hände ein bisschen höher ziehen und die Ferse ein bisschen mehr aktivieren? Dann bin ich super, super happy. Ihr Lieben, ihr seid solche Fighter. Das ist so genial. Perfekt. Bitte langsam in der Vorbeuge, in der Lumpenpuppe absetzen. So, mal kurz bewegen wieder. Hin und her. Okay, und dann gehen wir nur ein letztes Mal in die Kraft und dann da mal ein bisschen Gegenbewegungen machen, beziehungsweise mal ein bisschen nur hinten durchtriggern. Legen wir mal die Hände wieder ans Wickelkommas an, in die Lumpenpuppe und legen die Unterarme wieder auf den Tisch vorne und beugen die Knie ein bisschen mehr. So, mal da gut ankommen, mal schauen. Schüttelst du die zweite Runde ein bisschen breiter hin, bitte, um ein bisschen andere Muskeln da anzusprechen. Gut. Oberkörper kommt hoch, du hast doch Hohlkreuz, du legst die Ellbogen auf einen Tisch, hältst die Spannung und streckst die Beine ein bisschen mehr durch. Legst den Oberkörper einen Tick höher, pack. Schulterblätter auseinander, so zusammenziehen, die Ellbogen nach vorne und auseinander. Becken nur ein bisschen heben. Nur mal eine Etage höher, hopp. Und Becken ein bisschen heben. Arme nur. Ja, geht nur. So ein hoher Tisch zwar, aber macht nichts. Becken ein bisschen heben. Und jetzt langsam kraftvoll aufstehen. Jawohl. Jawohl, jawohl, jawohl. So. Alles anspannen nach vorne. Rippenbögen schließen, Fersen hoch. Und dann sinke tief. Bleib da. Pulsieren noch ein bisschen. Komm, 5, 4, 3, 2, 1 und noch unten tiefe Vorbeuge. Lass mal alles nach unten hängen. Okay, ihr Lieben, mal die Hände so ein bisschen pulsierend nach unten drücken und dabei die Beine komplett durchstrecken. Das geht sich vielleicht nicht aus, aber dann beugt die Knie leicht und schau wirklich, dass die Impulse immer einfach so kommen, dass die Hände am Boden sind.
Dann ganz ehrlich, das Dehnen findet dafür im Kopf statt. Jetzt ist es zum Beispiel so, dass du nie die Hände nach unten greifst, wenn du die Beine gestreckt hast. Und da hat es viel eben mit dem zu tun, weil einfach der Kopf nicht so weit ist und der Schutzspannung aufbaut, dass du das nicht schaffst. Und über solche Übungen wie jetzt, und dann zum Beispiel nur ein bisschen gehen, programmierst du das Gehirn so ein bisschen um. Gut, genügt. Langsam, langsam lösen. Ihr Lieben, Fersen ganz hoch, setzt euch einmal ganz hoch auf die Fersen drauf. Bleibt mir kurz da. Also ich finde diese Übung einfach wirklich gut. Also du gehst so nach vorne und gehst immer mit den Händen nach unten. Und ich habe jetzt die Knie gestreckt gehabt. Dadurch simuliere mein Körper, es ist alles gut, es geht sich aus. Okay? Und das baut man über Zeit einfach aus. Und das finde ich einfach eine super geile Übung, weil du, wenn du die Hände am Boden hast und die Füße strecken kannst, wieder zu ganz vielen neuen Ideen und Moves einfach von Yoga her viel mehr Raum kriegst und viel mehr Möglichkeiten einfach hast. So, jetzt sind wir in der Position und da bringen wir langsam die Knie nach vorne. Okay? Die Hände ein bisschen weiter vor. Und so einen Vierfüßer mal kommen. Ich glaube, das ist eine gute Ausgangsposition für die nächste ganz feine Dehnung. Und zwar, so, bin jetzt so einen Vierfüßerstand und drama den Fuß einfach rüber und lege ihn in die Kniekehle. Und ich schaue, dass der Außenknöchel in der Mitte der Wade ist, weil ich will mit dem Außenknöchel meine Wade und den Blasenmeridian antriggern. So, jetzt mache ich da so 16. Fußflex, dann mache ich weich und drücke nach unten und dann setze ich mich da einfach mal so nach hinten. So, dann bin ich nicht genau in der Mitte gewesen, dann geht er noch ein bisschen um und positioniere mich so, dass ich mir selber in diesem Knie ein bisschen Raum schaffe. Okay? Sitze mich da einfach nach hinten. Okay? Vielleicht kommst du nicht so tief, vielleicht kommst du für tief rein, wie ich merke einfach nur, dass das auf meiner Wade einen sehr guten Triggerpunkt setzt. Da bleibe ich jetzt kurz, denn die schmerzhaften Punkte kommen ein bisschen weiter unten. Jetzt fange ich da mal an, aber wirklich den Ansatz da in der Wade ein bisschen zu mobilisieren, aufzuwärmen, dass es sich vorbereiten kann auf das, was kommt. Du kannst da gerne so einpulsieren. So, jetzt gehen wir aber ein bisschen tiefer, kommen ein bisschen weiter vor, bring den Fuß und den Außenknöchel in die Mitte des Muskels. Und setze die nochmal drauf. Okay? Jetzt habe ich da wirklich ein sehr geiles, das ist, wie soll ich sagen, wie wenn man, sehr, sehr gut seinen Daumen da eintriggert. Und das ist einfach ein wichtiger Punkt. Du kannst, wenn du sagst, ich weiß nicht, was ein Mann da gerne hat, dann, hey, dann geh nochmal raus und schau nochmal. Du kannst wirklich das einfach anders versetzen und einfach da selber dort da das massieren. Aber an und für sich, glaube ich, spürt jeder einen guten. Wenn das richtig macht, eine intensive Waden-Triggerpunkt-Massage. Okay, cool. Die macht auf jeden Fall schnell auf, diese wunderbare Wade. Und dann macht man einen Wechsel. Zack. Zack. Für alle, die wirklich zu viel Spannung haben in der Wade, das ist eine Weltklasse. Und das ist natürlich auch ein Mitgrund. Ganz ehrlich, ich glaube, dass die Waden oft mehr Probleme haben wie die Beinrückseiten. Weil die Waden ziehen nach unten mittels der Achillessehne zum Fersenbein. Und meistens haben die leider einfach ungleiche Beinachsen, ungleiche Sprunggelenke, komplett steife Sprunggelenke, weil sie viel zu massive Schurch haben. Und dadurch arbeitet es nicht mehr gescheit und die Wade sowieso nicht. High Heels, alles diese Absätze. Es gibt ja fast keine Schurch mehr, die keine Sprengung haben. Sprich, wo die Ferse einfach so hoch ist wie der Vorfuß, was eigentlich das Natürlichste ist. Ganz langsam zurück. Und für alle da draußen, die einfach so diese Läufer sahen, einfach einmal zu überlegen in Richtung Barfußlaufen, finde ich einfach sehr, sehr sinnvoll. Natürlich, Barfußlaufen auf dem Asphalt ist unlogisch, weil der Asphalt ja ein nicht natürlicher Boden ist, da brauche ich ja Dämpfung. Das macht zum gewissen Teil Sinn. Aber wenn ich jetzt am Waldboden oder auf dem Wiesenboden laufen gehe, ist das mit Barfuß natürlich, sollte es möglich sein, außer ich bin übergewichtig. So, du suchst da bitte auf der rechten Wade auch deine Punkte.
gehst du gut ein, sitzt du gut drauf, nutze meine Hände wirklich so, dass es auch gut aussieht. Ich sollte nicht einfach unter Schmerzen sterben, ich sollte einfach nur einen guten Triggerpunkt setzen und diesen Blasenmeridian auf der Beinrückseite mal öffnen. Okay. Und da gefällt mir jetzt eben, weil wir vorher über die Schuhwerk geredet haben, einfach ein. Es gibt so diesen Spruch im Englischen, High-Tech Feet, also High-Tech Shoes, also High-Tech Schuhe, Low-Tech Feet, also keine entwickelten Füße. Und genau das ist das Problem, was wir uns immer vor Augen führen müssen. Je höher entwickelt unser Material an den Füßen ist, desto weniger muss der Fuß machen. Und das kann uns auf Dauer wirklich sehr viele Probleme verursachen. Gut. Und der Grund, warum wir oft nicht in die Vorbeugen kommen, ist einfach diese Verkürzung der Beinrückseite, der Wade. Okay? So, ihr Lieben, wir haben es geschafft. Legt euch bitte langsam Fersen zur Seite und legt euch bitte langsam in der Rückenlage auf die Matte hin. Und lasst es nochmal durchschauen und spüren, was so da ist jetzt da. Ihr könnt euch gerne noch was anziehen. Genau, ihr macht es sehr super. Wenn du in dieser Position in der Rückenlage bist, dann legst du bitte eine Hand auf deinen Bauch und eine Hand auf dein Herz. So, um diese zwei einfach so zu verbinden. Und dann beginnst du einfach wieder den Atem zu fühlen, den Atem zu vertiefen. Und dann möchte ich einfach nur einfach so diese Fragen vom Anfang nochmal stellen, die du vielleicht dir jetzt ein bisschen anders beantworten kannst. Nach einer Stunde Vorbeugen mit Hüftöffner. Einfach einmal schauen und spüren, dass du mittels deinen Atem mit dir verbunden bist. Dann ist so die erste Frage, die ich dir stellen möchte, um dein Dharma zu finden. Was ist für dich die richtige Art zu leben? Was ist das? Und dann die nächste Frage. Wie bringst du mehr Bedeutung in dein Leben? Was könntest du machen, damit dein Leben noch ein bisschen bedeutungsvoller wird? Fühlst du, dass du ein Leben lebst, das deines ist? Oder fühlst du dich eher wie ein Leben für andere? Und wenn du dir sagst, so eigentlich ist es sehr stark für andere, dann ist es zu einem gewissen Teil ja vollkommen okay. Denn zu helfen, zu unterstützen, ist eine Form, wie man sich selber einfach super im Innen aufladen kann. Das wissen wir ja schon. Aber zu wie viel möchtest du wirklich nur geben? Trau dich auch ein bisschen mehr zu nehmen. Und die letzte Frage, die ich stellen möchte, ist, hast du wirklich das Gefühl oder hast du das Gefühl, einfach deinem Leben einen Sinn gegeben zu haben? Und falls du jetzt so denkst, dann schwer das zu beantworten, dann wie kannst du deinem Leben einen Sinn geben? Und dann geht es meistens los, wenn ich weiß, okay, ich kann das und das machen für das, dass ich mein Leben mehr mit Sinn erfülle. Dann kann ich jeden Tag aufstehen und ich weiß, warum ich für was kämpfe oder für was aufstehe und für was arbeiten gehe oder was auch immer, weil ich weiß, was meine Berufung ist, was mein Sinn ist. Und man genießt es noch zwei, drei Abschlüsse in die gute
gute Atemzüge. Einfach nur wirklich, wirklich, wirklich atmen. Schauen, was da ist. Und dann beginne bitte als allererstes deinen Kopf von links nach rechts zu drehen. Nur den Kopf drehen. Sonst im Körper passiert keine Bewegung. Natürlich fortlaufen schon, weil äußere Welle schlägt durch den Körper. Jede Bewegung zieht sie weiter. Aber im Außen sollte nur der Kopf gedreht werden. Und dann spür bitte, welche Seite bisschen mehr Aufmerksamkeit braucht im Stretch, also wo zieht es ein bisschen mehr. Und dann bleibt da. Lass langsam deine Hände wegkleiden, also wegrutschen und bring den Oberkörper in die Position des Kopfes, in die Seitenlage dazu. Die Beine genauso, also leg dich in die komplette Seitenlage. Dann komm bitte ganz entspannt hoch in den Sitz mit aufrechter Wirbelsäule. Cool. Und dann nehmen wir die Hände zum Herz und wünschen uns selbst einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Zeit. Bleibt im Vertrauen, ihr Lieben. Einfach auf sich schauen, bei sich bleiben, ist einfach ganz, ganz wichtig in der jetzigen Zeit. Ihr Lieben, bleibt gesund. Namaste.